Hallo, liebe Weggefährten, schön, dass ihr mich bei meinem neuen YouTube-Video begleitet und dass ihr bei meiner neuen Podcast-Folge dabei seid. So, ihr habt mir einige Fragen gestellt in der Fragerunde, frag Andreas, und ich gebe mir immer die Mühe, eure Fragen zu beantworten. Natürlich kann ich das hier von außen nur bedingt, und ihr solltet meine Antwort oder meine Tipps nur als Hilfestellung und nicht als die endgültige Lösung sehen, weil ich würde mir natürlich immer gerne den Hund und den Menschen anschauen, damit ich genau sehen kann, wo die Probleme wirklich liegen. Ich schaue ja lieber nach den Ursachen und nicht nach den Symptomen, aber ich versuche jetzt mein Bestes zu geben und habe auch hier schon die erste Frage für euch. Lotte, das Boxermädchen. Mein Hundetrainer sagt gerne, dass wir einen dynamischen Hund haben. Ich weiß, dass sie eine wilde Maus ist und wir trainieren jeden Tag an der Frustrationstoleranz und an der Impulskontrolle. Spielen auch unfassbar viel zusammen. Hast du einen Tipp, wie ich am besten mit einem dynamischen Hund umgehe? So. Also, ihr spielt unfassbar viel miteinander und dein Hund ist dynamisch? Jetzt mache ich mal eine Pause. Alleine die Tatsache, dass du so viel mit deinem Hund machst, deutet darauf hin, dass dein Hund auf einem Energielevel ist, was viel zu hoch ist. Hast du mit deinem Hund auch ausreichende Ruhephasen? Machst du auch mit deinem Hund zusammen Dinge, die euch gemeinsam in eine ruhige Energie bringen? Ich glaube, wenn du zu viel mit deinem Hund trainierst, dann verlierst du die Beziehung und die Bindung zu deinem Hund. Sprich, du sagst, du arbeitest ganz viel an der Impulskontrolle. Das heißt, du versuchst, deinen Hund zu kontrollieren. Wenn dein Hund die ganze Zeit unruhig ist und es schlecht oder gar nicht zur Ruhe kommt, dann liegt es daran, dass du ihn dahingehend trainierst. Du konditionierst ihn darauf, dass er ganz viel in einem hohen Energielevel ist. Ich würde dir empfehlen, weniger zu machen. Versuche einfach einmal ein paar ruhige Übungen mit deinem Hund durchzuführen. Also gar nicht so viel trainieren, sondern eher mit dir in die Ruhe gehen und schauen, ob dein Hund dir noch folgen kann. Bist du ein unruhiger Mensch oder bist du eher hektisch, unruhig? Hastest du von einem Termin zum nächsten und hast kaum Zeit, zur Ruhe zu kommen? Dann wundere dich bitte nicht darüber, dass du auch einen Weggefährten an deiner Seite hast, der ganz schlecht in die Ruhe kommen kann. Bitte beobachte in erster Linie einmal dich ganz genau. Wie sieht dein Alltag aus? Wie viel Stress hast du? Was ist auf deiner Arbeitsstelle los? Wie sieht deine Beziehung aus? Bist du körperlich ausgelastet? All diese Punkte solltest du dir einmal genauestens anschauen, um zu sehen, ob du wirklich ausgelastet bist. Bist du in einer ruhigen, beseelten Energie unterwegs oder bist du ganz unruhig in deinem Geist? Dein Hund ist dein Spiegelbild. Dein Hund zeigt dir ganz deutlich auf, was bei dir gut oder nicht so gut läuft. Deshalb würde ich dir empfehlen, einfach einmal zu versuchen, in deine Mitte zu kommen. Werde ruhiger und schau, ob dein Hund dir folgt. Schließe einfach mal zu Hause auf dem Boden die Augen und warte, ob dein Hund zu dir kommt. Legt er sich irgendwann zu dir, weißt du, du kannst ihn mit deiner ruhigen Energie anstecken und er geht gemeinsam mit dir auf diesen Weg. Also gerade dann, wenn Menschen zu viel an ihren unruhigen Hunden herumdoktern und trainieren und nochmal eine Beschäftigungstherapie und nochmal um einen Block und nochmal ganz viel mit ihm spielen und nochmal und nochmal und nochmal, dann ist doch klar, dass der Hund irgendwann immer aktiver wird, dass er immer unruhiger wird, weil er es ja von dir
lernt. Du bringst ihm bei, dass er unruhiger werden soll. Und dann stört dich dieses Verhalten und dann gehst du zum Hundetrainer. Und dein Hundetrainer sagt, dass du einen sehr aktiven, unruhigen Hund hast. Und du gehst wiederum hin und sagst, ja, wenn ich so einen aktiven Hund habe, dann muss ich den ja auch viel beschäftigen. Das ist der Stresskreislauf. Also ein Hund, der totale Hektik in sich trägt und Unruhe, den müssen wir nicht unbedingt immer 25 Mal um den Block jagen und 3 Stunden Fahrrad fahren und nochmal Agility machen, sondern der braucht einfach zu seinen Bewegungsphasen Ruhephasen. Beobachte bitte dich und deinen Hund genau. Wer kommt von euch beiden schlechter in die Ruhe? Du oder dein Hund? Wer ist der Motor eures Energielevels? Pass bitte auf, dass du mit deiner unruhigen Energie, die du vielleicht in dir trägst, deinen Hund ansteckst. Denn wenn du ihn ansteckst und er zeigt unerwünschtes Verhalten, was dich vielleicht nervt, darfst du dich nicht beschweren. Du bekommst jetzt von mir die Aufgabe, dich einmal mit dir zu beschäftigen. Lass deinen Hund bitte mal in Ruhe und versuche selber bei dir hinzuschauen und zu erkennen, ob du Unruhe in dir trägst oder Ausgeglichenheit. Ob du eher ein sehr aktiver Mensch bist oder ein ruhiger Mensch. Ich bitte dich darum, genauestens hinzuschauen. Mach es nicht oberflächlich. Und dann wirst du nach 1, 2, 3 Wochen einmal sehen, wie dein Hund mit deiner Veränderung umgeht, wenn du merkst, oh, tatsächlich, ich habe einfach zu viel Stress im Leben und du fährst dich mal ein Stück weit runter und plötzlich verändert sich dein Hund und er liegt ruhig im Korb und akzeptiert das auch und bleibt auch in der Ruhe, dann kann es sein, dass du maßgeblich daran beteiligt bist, dass er einfach viel zu hoch im Energielevel steht. Gut? Und wenn er dann in Ruhe im Korb liegt, dann schreib mir bitte nicht, dass du glaubst, dass er jetzt krank ist, weil er so ruhig ist. Nein, er ist dann einfach ausgeglichener. Dieses Problem ist nicht seit gestern da, sondern ihr habt das sicherlich schon länger und habt auch schon einiges ausprobiert. Das weiß ich. Ich bin jetzt nicht die erste Person, die du kontaktierst. Aber ich möchte die Person sein, die dir sagt, dass du bei dir hinschauen sollst und deinen Hund, dein Boxermädchen erstmal so ein Stück weit ignorierst. Schau auf deine Energie und dann auf die Energie des Hundes und du wirst erkennen, wer du wirklich bist. Und du bist ansteckend mit deiner guten Laune, aber auch mit deinen Energien, die vielleicht nicht so ausgeglichen sind. Du bist ansteckend für dich und für deinen Hund. Denke da immer an. Du bist ansteckend mit deiner Energie, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und dein Hund wird dir immer in die Energie folgen, die du ihm vorgibst. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und ich hoffe, du kannst jetzt einfach mal ein bisschen mit dir runterfahren. Das hier sind nur Tipps für dich, die nicht pauschalisiert werden sollten. Ich habe jetzt nur mal von außen drauf geguckt und ich erlaube mir, keine hellseherischen Fähigkeiten zu haben. Ich habe jetzt nur mal von hier auf euch geschaut. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte überall mal eine Stunde sein und mir das Problem vor Ort anschauen. Aber das geht leider zeitlich nicht. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Entspannung. Danke, dass du mir dein Problem mitgeteilt hast. Ihr schafft das schon, da bin ich mir 100%ig sicher. In der Ruhe liegt die Kraft.